Du hast es schon gesagt, Stefan Kurz hat in der Halbzeit ein bisschen was umgestellt. Wer ist denn so oder wer sind die Wortführer im Team? Wer hat in der Halbzeit gesagt, Jungs, jetzt packen wir es an, ein Tor und dann läuft der Laden hier? Ich kann da auch explizit Namen nennen: Arne Meyer, Niklas Dorsch, Du auch? Amos Pieper. Ich bin auch gewissermaßen ein Wortgeber, aber ich mag es dann eigentlich eher mehr, meine Leistung auf den Platz zu bringen und nicht so zu sprechen. Ja, einige Spieler haben eine gewisse Führungsrolle, sind dementsprechend auch gerecht geworden. Und ist immer wichtig, wenn du dann eine gewisse Basis hast an Spielern, die dann auf dem Platz dann auch eine gewisse Verantwortung übernehmen. Und das haben wir einfach sehr, sehr gut gemacht dann als Kollektiv. Und der Trainer Stefan Kuntz lag Gold richtig, dich erstmals nach vorne zu ziehen. Sonst hast du immer hinten in der Abwehr gespielt, hinten rechts. Im Verein beim VfL Wolfsburg hast du jetzt zuletzt immer vorne gespielt, hast deine Aufgabe sehr gut gemacht. Fast so gut wie gestern Abend, würde ich sagen. Was ist denn deine Position? Wie würdest du dich selber beschreiben? Hör ich jetzt auch schon des Öfteren. Ja, Tore schießen ist schon geiler, oder? Ja, es macht auf jeden Fall Spaß, wenn man der Matchwinner sein kann. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gefühl. Im Verein ist so, dass ich jetzt die letzten Spiele oder die ganze Rückrunde vorne rechts gespielt habe, aber dann auch mal hinten rechts gespielt habe. Also es macht mir überhaupt nichts aus. Also ich spiele gerne auf der rechten Schiene, ob es vorne oder hinten ist, es macht mir nichts aus. Und bin einfach froh, wenn ich meinen Part leisten kann und der Mannschaft damit helfen kann. Da spielt es auch keine Rolle, ob ich vorne oder hinten spiele.